Das ist die Challenge der Challenge. Der Challenge mit den 60 Sekunden. Die Challenge der Challenge der Challenges. Oder? Kann man das sagen? Ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race. Und wir spielen eine kleine Challenge, wie man auch, glaube ich, schon erkennt hier gerade. Und zwar müssen wir am Anfang einfach stehen bleiben. Und zwar nur 15 Sekunden. Das ist nicht mal so viel. Das heißt, und jetzt noch eine Sekunde. Jetzt können wir losspringen. Krass, das ging sogar relativ schnell, Freunde. Die Challenge wollte ich eigentlich erst in Tri-Jump jetzt richtig machen und alles. Aber Tri-Jump geht irgendwie immer noch nicht vernünftig und sowas. Deswegen dachte ich, komm, wir machen das jetzt ganz, das Ganze jetzt einfach mal in Lucky Race. Das heißt, ich werde jetzt, also in den nächsten Lucky Race Videos werde ich jetzt einfach diese Challenge komplett durchziehen. Das heißt, ja, heute 15 Sekunden warten, Freunde. Im nächsten Lucky Race Video warten wir dann 30 Sekunden. Danach im Lucky Race Video warten wir 45 Sekunden und danach 60 Sekunden. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch mehr machen, weil 60 Sekunden warten ist dann nachher, denke ich mal, schon eine ganze Menge, Leute. Da müssen wir einfach eine ganze Minute stehen bleiben, kriegen dadurch viel weniger Items. Beziehungsweise ich werde natürlich trotzdem versuchen, hier noch ins Ziel zu kommen, egal wie lange ich warten muss. So, das wäre ganz cool. Jetzt hier, ne, wir fangen relativ easy an, so 15 Sekunden warten. Ich denke, oh, hi Hundis, na, alles klar? Okay, ich soll nicht stehen bleiben, ne, ich musste schon ein bisschen warten, das ist eigentlich dumm. ich denke mal, dass wir jetzt mit 15 Sekunden warten trotzdem noch schaffen sollten, ins Ziel zu kommen. Es sei denn, die Gegner hier sind ultra gut. Ich hoffe mal, die sind nicht ultra gut. Bitte seid kacke. Randy Dingens ist ganz vorne. El Suarez, Suarez, bitte sei scheiße. Lucky Race, danke, das wäre super, ey, das wäre richtig nett. Und jetzt, Alter, der Hund hat mich einfach geblockt, Leute. Mein Hundi ist zwar auf meiner Seite, aber der hat mich gerade fett getrollt. Ich wollte den Block abbauen, aber es ging nicht, weil sein Fuß, glaube ich, davor war und ich dadurch den Block nicht richtig hitten konnte. Was ist denn da los, mein Freund? Ich dachte, du bist auf meiner Seite. So, da steht er schon wieder bei mir. Oh nein, Creeper. Hundi, geh weg. Hundi, geh weg vom Creeper. Okay, wir gehen mal weiter. Nicht, dass mein Hund stirbt, Leute. Weil die Hundis sind echt ganz nice inzwischen. Früher waren die immer ultra useless. Aber jetzt, wo man die mit ins PvP nehmen kann, sind die echt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem, die helfen einem auch manchmal. Ich hatte das letztens da. Ich glaube, es war sogar heute im Stream, ich weiß es gar nicht genau. Da sind Goldkühe gekommen, also nicht Goldkühe, diese Glückskühe. Wie heißen die? Heißen die Glückskühe? Ich weiß es gar nicht. Da, killt den Mini-Randy. Hierbei jetzt auch ultra hilfreich. So, ich kann einfach chillen, den Block abbauen und die töten den. Da hatte ich diese Kühe bekommen, die Goldäpfel droppen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und da haben einfach meine Hundis die Kühe direkt getötet. Ich habe eine Kuh getötet, meine Hundis haben die anderen beiden getötet. Und dadurch habe ich ja locker... Ja, ich weiß nicht, vielleicht 2 Sekunden oder so gespart, aber 2 Sekunden sind schon mal etwas, vor allem bei der Challenge hier, da machen 2 Sekunden alles aus, ja, das ist fast ein Drittel, okay, es ist nicht mal ansatzweise ein Drittel, aber trotzdem, das ist schon eine ziemliche Zeitspanne, wenn man das jetzt so maximiert, Freunde, wenn ich jetzt eine Runde habe, wo mehrere Monster kommen und das deckt sich dann mit den 2 Sekunden, dann ist das schon eine Menge, ja, geil, jetzt ist ja einfach TNT, komme ich trotzdem hier hoch, zack, sterbe ich, ja, geil, Dankeschön, TNT dafür, ja, jetzt vielleicht nochmal runter hier, wird auf jeden Fall schwierig jetzt, ich glaube, ich bin aber beim gleichen Checkpoint, ah, nicht mehr. Schade. Ich war gerade beim gleichen Checkpoint wie der Typ an erster Stelle, aber leider hat das TNT mir hier jetzt alles ruiniert. Danke dafür auf jeden Fall. Danke dafür, Iblali, für dieses TNT. Echt, ey. Mann, Leute, geht mal zu Iblali rüber und schreibt ihm, was soll denn das mit dem TNT in Lucky Race bei Ryan? Okay, nein, macht das lieber nicht. Ach ja, egal. Oh, wir sind sogar vorne jetzt. What the fuck? Der andere ist, glaube ich, auch ein paar Mal runtergefallen. Leute, das heißt, schade. Also nicht schade, nice eigentlich. Ich dachte irgendwie, ich brauche 2 Ansätze dafür oder 2 Anläufe mindestens. Aber wo sind meine Hundis? Alter, ihr wart viel zu spät. Ihr musstet mich doch protecten vom Killerkaninchen. Was ist denn los mit euch? Ihr seid ja doch useless. Habe ich euch mal wieder nicht gefüttert oder was? Ihr müsst mal mehr essen, Leute. Ich muss die Hunde besser ausbilden. So, hier haben wir ein paar Randy-Köpfe. Eine Lederhose will ich nicht haben. Aber, wenn das jetzt so weitergeht, kommen wir halt wirklich tatsächlich direkt ins Ziel. Mein Ziel ist es, Freunde. Mein Dream, mein Wunsch ist es quasi bei jeder dieser Challenge ins Ziel zu kommen. Jedes Mal bei dieser Challenge. Also wisst ihr, was ich meine? Dass ich bei 60 Sekunden zum Beispiel, das ist halt der große Traum, dass ich bei 60 Sekunden warten es auch schaffe noch ins Ziel zu kommen. Aber ob das was wird, ich weiß nicht. Ich bezweifle es, glaube ich. Ich bezweifle es. Bei Tri-Jump hatte ich das Ganze damals, glaube ich, nur bis zu 30 Sekunden gemacht, weil danach der Server, glaube ich, irgendwie auch down war oder sowas und ich konnte dann ja nicht mehr spielen, Tri-Jump und alles. Bei 30 Sekunden hatte ich es bei Tri-Jump noch geschafft, ins Ziel zu kommen. Das heißt, bei Lucky Race, wenn wir das Ganze dann machen mit 30 Sekunden im nächsten Part, werde ich das, denke ich, mal auch noch hinkriegen. Aber ab dann wird es schwierig. Ab dann ist es Neuland für mich. Ab 45 Sekunden, Freunde. Ich hoffe, die Challenge gefällt euch überhaupt. Wenn nicht, Pech gehabt, weil ich mache die trotzdem. Ich werde das trotzdem durchziehen. Ich will das einmal gemacht haben. So, das ist die... Ja, wow, als ob ich hier gelandet bin. Das ist die Challenge der Challenge. Der Challenge mit den 60 Sekunden. Die Challenge der Challenge der Challenges.
Oder? Kann man das sagen? Ich glaube nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ja, Leute, ihr könnt mir, by the way, auch gerne noch weitere Lucky Race Challenges in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, die nächsten drei Challenges stehen quasi schon fest. Und da sind wir auch... Kannst du bitte sterben? Er hat keinen Bock zu sterben. Da sind wir auch schon beim Ziel, wenn ich jetzt gleich hier drauf gehe. Jetzt kommen hier nur noch Monster oder was. Hier den Diablock nehme ich noch mit. Ich weiß gar nicht, ob ich so guten Stuff habe. Werden wir uns gleich mal angucken hier. Haben wir noch mal ein extra Herz bekommen. Das ist auch ganz nice. Und dann gehen wir mal ins Ziel. Was kriegen wir? Oh, eine Illuminatenhose. Die nehme ich natürlich sehr gerne. Wobei das Einzige ist, was ich... ich habe auch verzauberte Dia-Boots. Trotzdem, ich habe nicht mal so krassen Stuff. Was brauche ich noch? Einen Helm brauchen wir auf jeden Fall, Leute. Und ein Schwert, ne? Ich habe nicht mal ein Dia-Schwert, Leute. What the fuck? Ich habe auch gar... Nein! Nein! Wie kann ich so dumm sein? Wie kann ich so dumm sein? Ich wusste, dass ich einen Dia-Helm brauchte und was mache ich? Ich crafte mir eine Dia-Chestplate. What the fuck, Ryan? Bist du retarded oder was? Jetzt hast du einfach... Ich wäre voll Dia wenigstens gewesen. Leute, ich habe echt keinen nice Stuff. What the fuck? Ich wusste auch, dass PvP gewinnt. Ich bin ja extra ins Ziel gekommen jetzt. Ja, der will mich schon töten hier mit seinem besseren Stuff. Go, Hundis! Die Hundis sind der einzige Vorteil, den ich jetzt gerade hier habe. Ich kann den mal vergiften, ne? Das wäre eine Idee gewesen. Jetzt ist aber wahrscheinlich zu spät. Da kommt jemand. Yo, da kommt jemand ohne Rüstung einfach an. Und mischt sich hier mit ein. Und jetzt hat er den weggesnackt auch noch. Hier, das war mein Kill, Junge. Das war mein Kill. Okay, ich bin auch down, glaube ich. Ah, Mann. Ey, das kann doch nicht sein. Da ist direkt der Nächste. Das kann nicht sein. Wie kann ich denn? Ey, ich habe in Aufnahmen immer so Pech in Lucky Race gefühlt. Vielleicht muss ich noch eine PvP-Runde dann machen. Ich will doch unbedingt. Komm schon, ich muss ja meine PvP-Skills hier zeigen. So, wir vergiften den mal ganz kurz. Jetzt kommt jemand von der Seite zum Wegsnacken. Was soll denn das? Okay, fightet ihr beiden vielleicht doch erstmal, weil ich bin fast down. So, jetzt komme ich zum Wegsnacken. Hi. Alles klar bei dir? Jawohl, Alter, das hat sogar geklappt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Oh Gott, hi, ich möchte noch nicht fighten. Bitte, bitte, geh weg. Zack, ich vergifte dich mal ganz kurz. Und, oh, bitte Dia-Stuff. So, ich weiß nicht, was da drin war, Freunde. Aber, warte mal, der hat ja auch nur ein Eisenschwert. Wieso renne ich denn da weg, Freunde? Vielleicht, jawohl, den kriegen wir sogar. Da haben wir sogar einen Dia-Helm bekommen jetzt von dem einen Block. Das ist perfekt. Mein Hund bellt gerade die ganze Zeit unten. Ich hoffe, man hört das nicht. Was ist denn los mit dem? Kriege ich Post? Wobei eigentlich, nee, nicht um 17 Uhr, oder? Da kommt noch keine Post um 17 Uhr. Freunde, Schwierig. Ich habe zwar jetzt Full Dia, aber ich habe immer noch einen Eisenschwert. Ey, ich habe schon so lange, glaube ich, kein Eisenschwert mehr gehabt in Lucky Race. Also nur ein Eisenschwert. Eigentlich wird man immer mit Dias vollgeklatscht, so. Mit einem Dia-Schwert. Mindestens ein normales, meistens sogar Sharpness 1, wie der Typ hier vor mir hat. Vielleicht auch Sharpness 2, aber ich denke, der hat eher einen Sharpness 1 Schwert. Oh Gott, ich habe da ja die Angel drauf. What the fuck, ich habe den gerade mit der Angel gehittet, Leute. Oh, aber ich gebe ihm gerade eine kleine Kombo hier. Der wehrt sich einfach nicht. Aber jetzt wird er von der Seite wieder weggesnackt. Das ist auch ein Scherz, Leute. Könnt ihr nicht einmal mich hier fighten lassen? Da. So, der ist down. Und sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir kriegen jetzt voll auf die Fresse mit unserem Stuff. Wo sind die nächsten Gegner? Da hinten sehe ich zwei Falten. Soll ich mit... Ich mische mich da jetzt auch einfach auch ein, so, ne? Ist mir scheißegal. Die wollen mich hier die ganze Zeit wegsnacken und mischen sich ein. Da mische ich mich jetzt auch hier ein. Der hat sogar nur einen Dingens Eisenhelm. Aber der Boy hat tatsächlich besseres Dingens als ich hier. Ein besseres Schwert. Ich brauche unbedingt... Hat der... Ich kann gar nicht gucken, wie viel Leben der noch hat. Ich hoffe, der hat nur noch ein Leben und dass wir den jetzt... Okay. Ja, alles klar. Okay, ne, ich bin doch weg. Ciao. Ciao. Oh, kein Bock mehr auf dich. Der hat sogar... Oh, der hat sogar noch ein Leben, Leute. Eigentlich... Komm. Ich muss den unbedingt... Bitte stirb. Ich brauche sein Schwert. Ich brauche das Schwert so dringend. Er hat einfach... Nein, er hat Heiltränke auch noch. Aber ich glaube, er hat mich mitgeheilt. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. So, kleine Combo. Komm schon. Bitte stirb. Yes! Oh mein Gott. Jetzt muss ich ganz schnell das Schwert suchen. Leute, oh mein Gott. Da ist es sogar schon. Ich habe das Schwert. Ich habe eine Fire Aspect Blume hier. Die packen wir mal auf 3. Da kommt schon der nächste Gegner. Ey, das könnte sogar jetzt noch ein Win werden. Ich habe einfach von nicht so guten Stuff, relativ guten Stuff bekommen jetzt. Das hat sich mega dumm angehört. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte am Anfang nicht so guten Stuff. Und inzwischen haben wir eigentlich relativ nice Stuff bekommen hier. Das ist Sharpness 1. Das kann aber weg. So, sogar noch einen Goldapfel bekommen hier. Sehr nice. Oh, der hat sogar einen Emerald Block hier, der eine. Freunde, ich glaube, der wusste nicht, dass man mit dem Emerald Block richtig nice Stuff machen kann. Leute, auch nochmal für alle von euch, seit dem Lucky Race Update kam mit dem Emerald Block einfach den nicesten Stuff ever machen. Ich zeig's euch jetzt ganz einfach mal. Habe ich einen Stick. Ja, pass auf, wir können uns jetzt nämlich einfach ziemlich entspannt hier ein Sharpness 2 Schwert tatsächlich machen dadurch. Und wir machen uns nochmal eine verzauberte Hose. Wobei das dumm ist, vielleicht hätte ich auch nur eine verzauberte... Ah, das war mega dumm, lol. Ich habe ja die Illuminatenhose, das habe ich irgendwie komplett vergessen. Das heißt, die Hose ist jetzt gewastet, die ich gemacht habe. Aber wir haben ein Sharpness 2 Schwert, das ist schon mal sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein paar Gegner finden. Nicht, dass diese 4 Minuten ablaufen und man dann in die Mitte gehen muss, weil das hasse ich voll. Ich will durch den PvP-Fight hier gewinnen. Ich will durch PvP gewinnen und nicht dadurch, dass die Zeit abläuft. Guck mal, da ist der Nächste. Der sortiert da gerade aus. Der hat aber leider so einen Schaden, dass er keinen Feuerschaden kriegt, genauso wie ich. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Wir nehmen mal ganz schnell einen Goldapfel, wenn der da schon am Dingens ist. So, guck mal, mit der Angel können wir jetzt vielleicht ihn sogar outplayen. Ja, gut, dass wir die Angel bekommen haben.
So, hast du Bock? Jawohl. Zu sterben, perfekt. So, die anderen beiden haben tatsächlich nur noch ein Leben jeweils, Leute. Und da sehe ich auch schon einen. Das heißt, es wird sehr unerwartet wahrscheinlich doch noch ein Win. Wenn die jetzt nicht mega lange wegrennen. Der eine rennt zum Beispiel jetzt die ganze Zeit weg. Mag ich gar nicht so. Kannst du nicht stehen bleiben. Vor mir ist er noch locker voll. Der hat ja gerade gar keinen Fight. Es leben nur noch zwei andere und ich habe gerade gegen ihn angekämpft. Jetzt ist er aber in die Sackgasse gerannt hier. Das war natürlich mega klug von dir. So, ich habe eh noch 3 Minuten. Das sollte was werden. Der ist schon mal down hier. Perfekt. Komm, wir bauen das mal ab. Wobei, hier wird jetzt eh nichts Krasses mehr drin sein, denke ich, ne? Ich meine, ich habe einen Schadenstrank, den nehme ich natürlich gerne mit hier. Egal, komm, wir brauchen den Stuff nicht, Leute. Wir haben schon einen perfekten Stuff eigentlich. Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger eigentlich. Ich muss aufhören, das zu sagen. Das ist voll out irgendwie. Aber ich habe mir das so angewöhnt, das einfach so zu sagen. Ich denke dabei nicht mal unbedingt mehr an Fidget Boy. Aber irgendwie sage ich das trotzdem noch. Guck mal, da ist auch schon der letzte. Der Randy. Wie kriegen wir eigentlich diesen Randy-Ding? Ist das ein Rang oder so, oder was? Ist das so ein krasser Rang irgendwie? Oh, wie mies. Er ist einfach im Cobweb drin. Nein, was für TNT, Junge. Oh. Oh, killt er sich selber damit? Schade. Es wäre so witzig gewesen, wäre er selber am TNT gestorben. GG, würde ich aber auf jeden Fall sagen. Er schreibt Bad Game. Oh, wieso das denn, Freund? Oder steht Bad Game für Best Game? Habe ich heute noch im Stream gelesen. BG heißt nicht Bad Game, sondern BG heißt Best Game, Leute. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.